Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play War Thunder. Hallo. Hallo. Na, wie geht's? Laut. Was? Kann man nicht konzentrieren. Ah. Ist Ja, nett. ich bin ja schon leise. So, dann lass uns mal loslegen, mach. Psst, du bist zu laut. Okay, ich schau's jetzt. Bist du bereit? Ja. Ich starte. Du bist zu laut, Mann. Entschuldigung. Ja, besser ist. Gleich geht's ins Bett. Nats, nats. So, Osteuropa. Bitte Was? was? Oh, scheiße, es geht ja schon los. Huch. Oh, das Fenster war für Staffel war immer noch offen. Huch. Naja. Unfassbar, zu Jetzt dritt habe ich nur auch das spielen, also mit ich. dem dass sich der Hintergrund bewegt. Ach was, echt. I, Hilfe! Das ist ja ekelhaft. Und Christo sagt, ich hätte ja mal Bescheid fragen können, ob man damit mehr als 3 Leuten spielen kann. Ja, das ist Christo. Der kriegt glatt Hodenkrebs. Was? Okay, es ist interessant. Mein Flugzeug ist pechschwarz. Okay, wenn das jetzt gleich bei allen Flugzeugen ist, dann muss ich, Also bei mir ist alles gut. Ja, bei mir ist das Flugzeug pechschwarz. Nur die, die Wasserdinger, die R36 habe ich gerade. Okay. Ne, ich habe die PF 109, ich bin höher als du. Hier ist auch nur 109. RNC, Chiller, bla bla bla. Das ist ein anderer. das ist ja merkwürdig. Ich habe einen echten Grafikbug hier hinter mir, ist einer. Oh, Flugzeug zerstört. Hab dich gerade. Erstschlag. Oha, ich hab dich gerade nicht verstanden. Ja, macht nichts. Weil das irritiert mich mit dem schwarzen Flugzeug. Das ist wirklich pechschwarz. Ich hab einen Splitleck. Nein. Was? Huch, irgendwas haben die da noch verändert. Ohne Blenheim. Alter, achte mal bitte auf den Fadenkreuz. Die haben da was verändert. Was denn? Irgendwie wird das anders angezeigt, wenn man getroffen hat. Okay, ich guck gleich mal, ob ich was treffe. Alter, heftig. Nö, bei mir nicht. Muss man drauf achten. Nee, ist nichts bei mir. Boah, verdammt. Genau Man vor mir explodierte. Scheiße. muss nämlich dazu sagen, wir haben heute Mittag aufgenommen und in der Zwischenzeit, und jetzt ist halt abends und in der Zwischenzeit ist ein Update rausgekommen. Aber bei mir hat sich nichts verändert, muss ich natürlich sagen. Ja, bei mir ist das Flugzeug mehr schwarz, also bei mir. Alter, ich habe ein Flugzeug abge. Was hast du denn Scheiß gemacht? Flugzeug abgeschossen und drei. Ja, ich hab. Ich bin Hör halt. doch auf, ey. Kritischer Treffer. Irgendjemand ist hinter mir. Flugzeug zerstört. Ja, irgendjemand ist auch hinter mir, oder? Nee. Wo Pfeiler bist du gerade? Ich flieg dir mal hinterher. Die Hurricane, Otaku. Otaku? Oh, kaputt. Ist ein Otaku. Toll, da will man damit spielen, weil sonst ist kaputt. Was? Dann will man damit spielen Achso. und dann geht sie kaputt, bevor man mitspielen kann. Ey, das ist so irritierend. Boah, Alter, das war knapp. Ich brenne, nein. Ausgebrannt. Ich habe nur ein leichtes Spritleck. Oh, hier ist irgendein Teil von dir fliegt hier gerade mir entgegen. Auch wird mein Flugzeug sein. So, das neue Oh. Flugzeug. Flugzeug zerstört. Was hast du denn? Schwerer Jäger. Ach ja, stimmt, Ja. der schwere Jäger. Ja, ich weiß, welchen du meinst. Was? Ich habe nur die dicke Kanone? Welche Decke, wie dick? Das Butz-Butz-Bam-Gerät. Verdammt. Aber ich habe nur das Ding.
Auch weg die Scheiße. Ja, das ist scheiße. Ich hab kein MG. Warum nicht? Muss ich das erst ausrüsten? Also erforschen meine ich. Kannst du haben, wa? Oh, das wäre nicht so toll. Wow. Boah, Alter, irgendwas hat mich da getroffen. Alter, zwei sind hinter mir her. Ja, bei mir auch. Oh, das ist eine P38. Flugzeug zerstört. P38, Alter. Die Kanone ist mega. Wacker, ich habe eine Leck 3 mit meinem zerstört. Geil. Ich bin ein Tier, Alter. Alter, dritter Kill und du bist trotzdem vor nein, mir. Nein, ah, nein. Ja, das ist jetzt der große Nachteil, weil ich jetzt halt nur diese dumme Kanone habe mit so wenig Schuss. Was ist das denn? Da ist irgendwas. Was? Was? Schon gewonnen? Wie haben wir das denn gemacht? Was habe ich da für ein MG? Für Kanonen? Hä? Alter, ich bin nur mit meinem Bofighter geflogen. Hähnchen? Ja. Weißt du, was das Lustige ist? Nee. Ich glaube, ich habe so Kanonen, die nach oben gerichtet sind. Okay. Ja, guck doch gleich mal. Ey. Ich war nochmal wie viel? Ach, Abschusshilfe hast du 5-mal, deswegen. Ich bin nicht einmal gestorben. Holy shit. Ja, warum ist die oben? Ich guck mir das gleich mal an. Ich muss nur eine neue 7mm Kanzel draufhauen. Auf meiner Bofighter. Wie mach ich das? Also wie, Steuerung. Oh, endlich, den Gurt. Ich kann den Gurt erforschen. So, wie heißt das Ding nochmal? Key 45 Tai. Oder Tai. Ja. Nein, ehrlich, ey. Was bringen dir die Dinger? Schräge Musik aktivieren. Ist das diese schräge Musik? Was ist das denn? 37 mm, 15 Schuss nur, Alter. Und eine Minute nachher, Zeit, da kommst du nicht weit mehr. Und der 20 mm, das sind die beiden, die oben rausgucken. Aber wie kannst du mit denen schießen? Okay, ich hab da Rakete und da Bombe. Geil, ich hab die beiden zusätzlichen Maustasten für Bomben und Raketen. Okay. Aber da ersetzen, so. Bombe, wo habe ich denn Bomben abwerfen? Leer und 3, okay, das ist in Ordnung. Ja, Leertaste, das ist ganz praktisch, die Bomben. Schräge Musik, was ist denn bitte schön schräge Musik? Ich kann mir gut vorstellen, dass das diese schräge Musik ist. Hä? Ist ja schräg. Schubachse ist doch bestimmt das euch, ne? Für wie heißt das hier? Achso, ne. Gas geben. Ja, aber wo ist das für wie heißt das hier? Was du sagst, also zum Landen. Hm? Zum Landen. Du meinst, die Landeklappen. Klappen ausfahren. Da, auf Plus und Ü. Plus und Ü, okay. Nee, F. Plus und F? Nein, F. Klappen ein- und ausfahren ist auf F. Klappen Achso. ausfahren auf Plus und Klappen Achso. einfahren aus Ü. Bremsklappen ein- ausfahren auf H. H wie Hitler. Hitler! Ich bin bereit. Was? Ich bin bereit. Alter, ich ganzes Rennen mit meiner Bofighter so nochmal so. Ja, bei mir war es auch irgendwie. Ich habe nur zwei Flüge. Ja gut, das ging aber auch sehr schnell. Aber das mit der kann mir den beiden Kanonen irritiert mich jetzt echt. Boah, das ist in Berlin. Also ich muss dazu sagen, ich habe sowas noch nie gehabt. Also ich habe null Ahnung. Also kannst auf dem Kopf fliegen und dann, wie heißt das hier? Schießt ja, du damit? Ja Mann. Schießt du mit diesen da unten? Ich hoffe, ich habe jetzt. Ach ja. Komisch. Ich muss mal gleich mal gucken, ob mein Wasserflugzeug immer noch schwarz ist. Ich mach das jetzt mal. Hast du da nicht dieses Nachtschatten-Ding? Ach nee, ja. Hast du mal nicht freigeschaltet. War nur ein Grafikbug tatsächlich. Okay. Jetzt ist er normal. Ist ja
seltsam. Ah, hinter mir bist du. Aua, mach Schmerzen. Peanuts. Peanuts? Okay, eine P400. Wo ist ein Peanuts? Steht auf meinem, auf Ach meinem... Ach so! Ich wollte schon sagen. Da ist eine Spitfire A36 neben mir vor. Der ist unten. Ha, Flugzeug zerstört. Boah, Alter, meins aber auch, ey. Ich brenne. Jetzt habe ich richtig was abgekriegt. Heftig. Vorhin spiele ich, weißt du, eine ganze Stunde damit. Und jetzt, nach 2 Sekunden tot. Aber ich habe einen mitgenommen. Okay, und was liegt jetzt gerade schlecht? Also. Ja, danach habe ich nur schwach kalibrige Waffen bei Flugzeuge, also echt harte. Bowfighter ist die einzige mit 20 mm. Alter, ich werde hier angeschossen wie nichts Gutes. Ja, sind auch mehrere hinter dir. Mehrere? Ach du Scheiße. Flugzeug zerstört. Ja. Jetzt kann ich nicht um den. Alter, Wasserflugzeug schießt auf mich? Ernsthaft? Hier ist richtig was los bei dir. Ja, das sehe ich gerade. Ja, genau. Der hat aber auch wirklich genau auf mich gezielt. Na gut, ich aber auch. Ach, für den habe ich einen Gutschein. Alter, mein Höhenruder ist, glaube ich, im Arsch. Oh, Alter. Jetzt sind alle hinter mir her. Hä, wo ist sie hin? Ich versuche zu kommen. Ach ja, ja, da wollte ich was. Einfach weg das Flugzeug, was soll denn der Scheiß? Tatsache! Alter, das mit dieser schrägen Musik, das ist ja krank. Was ist das? Da wechselt die Sicht nach oben und dann kann ich das diese schrägen MGs dann benutzen. Achso, okay. Kümmer dich mal um das Ding hinter mir. Ja, das sind zwei übrigens. Ja, jetzt ist Feierabend. Echt? Haben sie dich? Schade. Ich hab's so schnell wie möglich versucht, aber es. Die ist so unwendig, die Typhoon, das ist richtig eklig. Alter, nein, die haben Flügel abgerissen und dann, Schade. Eigentlich ist die Typhoon das schlechteste Flugzeug, was ich habe. Die ist so extremst, ja, die ist so unwendig, also ja, weil die so schnell ist. Ja, aber das ist echt eklig. Selbst wenn ich langsamer bin, ist die nicht wirklich gut. Okay, die Tay ist wirklich tatsächlich nicht so der Bringer. Die ist für Bomben, für Bomber ganz gut. Wer? Die Tay, also das mit der schrägen Musik. Ja. Vor allem schräge Musik, bitte was? Ah, jetzt habe ich es auch gesehen, da ist irgendwas, ja. Irgendein Zeichen ist da anders auf einmal. Aber nur wenn ich bestimmt treffe. Ja. Also nicht bei jedem Treffer. Ja. Das irgendwie bei je mehr du triffst, das war knapp. Flugzeug zerstört. Hinter mir ist einer. Mein Schütze hat geschossen. Da ist eine Key 10. Treffer? Treffer? Alter, mein Bordschütze ist jetzt richtig gut. Hinter dir ist jemand. Ja, ja. Da konnte ich aber nichts machen. Hab die Key 10. Ich wollte auch. Ist er schon wieder tot oder was? Ja, ja. Ach, doch kacke. Der hat mich mit einem gezielten Schuss ausgeschaltet. Nee, der hinter mir.
ich ausgeschaltet gehabt, genau. Weil jetzt komme ich mit meinem leichten Jäger. Mein Team ist useless. Aha. Ich habe eine MC irgendwas hinter mir. Ja. Ja, kümmere dich mal bitte um die mit. Ich versuche es. Ach, hier ist ein Doppeldecker. Oh, Alter. Okay, der ist gerade runtergefallen. So, jetzt habe ich ihn. Oh! Oh, Alter, das war knapp. Flugzeug zerstört. Das war dann. Hey! Nicht auf mich! Sorry, falls ich dich getroffen habe. Ich wollte noch mal ein paar Punkte auf den Trepper ansammeln. Okay, der ist nicht mehr hinter dir, aber ich nehme ihn trotzdem. Kritischer Treffer. Alter, was ist denn los mit mir? Ah, Munition, Alter, das darf doch nicht mal sein. Eine I-301 habe ich auch noch nicht gesehen. I-301? Alter. Kommt da ein Spinner genau vor mir hoch, Alter. Ich hab das Flugzeug zerstört. Fuck. Oh, ausnahmsweise bin ich mal verdient vor dir. Oh! Was ein Penner! Ah, shit. Sorry, aber das war scheiße. Geil. Das musste ich jetzt schreiben. Ja, vier Luftziele zerstörte. Ich stehe echt mehr auf die Spitfire oder auf die Hurricane. Die sind leicht und wendig, weißt du. Ja. Hey, du bist genau vor mir, Alter. Uff, Alter! Aber kurz angeschossen und schon weg ist er. Rupert? Was? Lol. Report. Fertig, reported. Also. Ja, ja, ist schon richtig. Kann er gerne machen. Wenn er mich halt so dumm rammt. Was? Alter. Das hat aber ganz schön geruckelt gerade. Ja. Habe ich mir gerade mal erschrocken. Oh, du bist vor mir. Dritter? Mhm. Alter, was habe ich denn da freigeschaltet? Was habe ich alles freigeschaltet? AM6 Fliegerass, alter Schwede. AM6 Fliegerass 3? Oh Gott. Aufgehende Sonne habe ich. Ja. Was eine neue Errungenschaft, Techniker antreten. Das Flugzeug dieser Besatzung. Kampferfahren 3, aha. Kokarde der indonesischen Luftwaffe, aha. Was hab ich, ist das? Achso. Ach, Belohnung 1000. Ey, Spitfire MK1 Fliegerass, besiegte Spieler 15, okay. Aber was ist das? Techniker antreten. Das Flugzeug dieser Besatzung ist über Zeit repariert worden. Was? Okay, keine Ahnung. Ich hab jetzt meine Spitfire MK2A. Uff. Nice. Welche hau ich dafür weg? Die MK1 Hurricane. Ja. Was forsche ich als nächstes? Wie sieht es bei der Forschung aus? Ach, das dauert ja noch. Ach, stimmt. Dann habe ich die J2M2. Da bin ich mal gespannt. Dann habe ich nämlich ein Flugzeug, was ähnlich ist wie die Typhoon. Ja, Typhoon, wie gesagt, weißt du, ist mir zu unwendig. Ja, die sind mehr für schnelle Flugzeuge, also gegen schnelle Flugzeuge gedacht. Jetzt werde ich erstmal, wie heißt das, schön, noch 120 Schuss von der Hispano, das ist aber wenig. Was ist wenig? 120 Schuss von der Hispano. Ja, das ist normal. Weißt du, was auch fies ist, dass du, wie heißt das hier, wie heißt das? Wenn eins alle ist, ist das andere auch automatisch alle. Nein. Doch. Du kannst ja nicht mehr weiterschießen. Hä? Wie jetzt? Mit der, also, wie heißt das hier, ach,
Warte mal, was ist das? Ach ne, ich habe ja nur die eine bei dem anderen. Ah ja, ne, Ja, egal, genau. vergiss es. Ja, ich vorschätze auf jeden Fall die andere. So, warte mal, wenn ich Spitfire. Die muss ich mal kurz individualisieren. Bin schon wieder Zeit für eine Pause, oder? Nö, nö, ist bei 20 Minuten. Wir können auch eine Runde machen. Okay, ja, dann lass uns noch eine Runde machen und danach paint ich die dann an, damit das nicht so viel Zeit verschwendet und wir auch mit in der Drehpause. Jetzt habe ich zwei Spitfires, cool. Spitfire! Hafen? Was ist das denn? Kenne ich auch nicht. Zerstöre die feindlichen Bodentruppen. Oh, Flak. Ja, als erstes die Bogenreiter. Danach nehme ich eine neue Spitfire. Bitte was? Spitfire MK1A, Hurricane MK2B, Bowfighter MK4C, Typhoon MK1A und Spitfire 6C. MK2. Ach, 6, ja, ja, klar. Ja, ja, ich verwechsel das mal. Alter, ich hab umliegende Blasen, hab ich gelesen. Ich denke, da was. Leichter Bunker, leichter Bunker. Ach, das sind alles leichte Bunker. Die kann man nicht mit LMGs. Ach, da hinten ist so. Mittelschwere Panzer. Ja, ab hier braucht man auf jeden Fall Bomben, um Bodenziele zu zerstören. Ja, ne, keine Lust. Ja, aber hilft aber immer. Ach du Scheiße, die Wolkendecke. Sieht man da was? Da sieht man gar keine. Ja, hab ich ja, auch toll. Gesehen. Das ist eine neue Neuigkeit. Also eine Neuheit. Komm her, Spitfire! Oh, der geht in den Sturzflug. Oh, haben die sich gegenseitig gecatcht? Ey. No Wellington! Überbelastung mit meiner Bowfighter, nicht schlecht, ey. Es ist schwer so zu treffen und ich muss jetzt eine Minute warten. Also das mit den mit der schrägen Musik ist echt ätzend. Ja. Nimm doch wieder deinen anderen Sperrenjäger. Oder ist der so viel besser? Der ist tatsächlich sehr gut, weil er deutlich wendiger ist. Nein, ich brenne. Nein! Ich hab noch nur 10 Sekunden nur noch gebraucht, du Arsch! Heftig, da fliegt eine Spitfire genau an mir vorbei. Aber genau von meiner Linse und wird abgeschossen natürlich. Da ist eine Leck 3 von den Deutschen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Also es ist ein Premium-Loser. Okay, abgehört. Alter, ich bin Erster. Bitte was? Ich mag den Bowfighter. Ja. Ich will jetzt mal ein neues Spitfighter mal abchecken. Der hat ja auch eine extrem hohe Bewertung für einen schweren Jäger. Ja, eine 3,0. Ja. Oh, schön. Spitfighter. Gib Gas. Ich jag auch eine Teufel. Lester? Lester, genau. Hey, Lester! Ich will meine Entfernungsstelle loswerden. Ehrlich mal.
Müssen wir auch mal wieder spielen, GTA. Ja. Obwohl ich echt übelst im Moment hier drauf bin. Keine Ahnung warum. Oh! Achso, der ist abgestürzt. Ich dachte gerade. Da ist eine Type. Oh, da kommt eine Elektra und eine Spitfire. Oh! Komm her, du Spitfire. Ich spitte dich an. Ich treffe den nicht. Warum nicht? Wieso habe ich den nicht getroffen? Alter, jetzt muss ich 30 Sekunden warten. Alter, eine P38 hier Sturzflug. Das Ding sieht so heftig aus. Scheiße, ist der Ende. Mein Flug. Vielleicht treffe ich noch jemanden. So, meine dicke Kanone ist geladen. Oh. Deine dicke Kanone ist geladen, erzählt er. Ja. Muss ich loswerden, sonst gibt's Probleme. Muss ich abspritzen. Was? Von oben, Alter, 12 Kilometer entfernt mit Lennheimer, heftig. Lester ist immer noch am Start. Hat er dich abgenommen, Niede? Unfassbar. Hat er dich gekriegt, oder? Ja, er hat mich gekriegt und dann ist er gegen mich geknallt. Und zwar genau auf mich, ohne ihm auszuweichen. Oh. Na gut, ist er natürlich auch mit abgeschwört. Ach, das war Lester. Ja. Lester, diese dumme Sau. Hab ich nicht Bomben noch? Ich hab Bomben. Ah. Mahlzeit. Cool, jetzt habe ich Bomben. Wenn ich die Gelegenheit habe, kann ich die schön benutzen. Ich bin fast am überlegen, meine Typhoon komplett rauszunehmen, ehrliche. Nee, mach das nicht. Das ist dein bestes Flugzeug momentan. Ach Quatsch. Denke ich zumindest. Weiß ich nicht. Hab die ja selbst nicht geflogen. Um ehrlich zu sein, ist es so, dass es zwar eine gute Bewertung hat, aber sonst nichts. Ja, du musst einfach Übung. Ja, ich forsche. Ja, das war dumm von denen. Ja, ich muss einfach weiter mit dir fliegen, damit ich Punkte kriege. Damit ich einfach, wie heißt das, irgendwann endlich mal ein bisschen besseren Wendekreis und so kriege. Flugzeug zerstört. Jo, hab ich gerade gesehen. Das ist einfach das Problem mit dem, finde ich. Die ist hier nicht wendig genug. Vielleicht brauchst du einfach die zweite Typhoon. Vielleicht ist die besser. Weißt du, was ich meine? Ja, das passt schon. Ich mach das schon. Das, aber erstmal will ich die andere Spitfire. Ja. Meinen sie ist jetzt nicht scheiße hier, die Typhoon, aber man merkt halt schon. Was? Man merkt halt schon, dass sie deutlich... Flugzeugkollision? Wo war der denn? Dass sie deutlich nicht so wendig ist, weißt du? Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Nein! Ja. Das war mein Fehler. Den habe ich überhaupt gar nicht gesehen. Vierter. Ich habe gar nicht gesehen, wie viel Vierter ich bin. Sechster. Was ist los mit mir? So. 20 mm Gurte offensiv. Ja. Geil. Endlich. Oh, jetzt trimme ich mein Wasserflugzeug auf km/h. Ja, mach das. So, jetzt kommen da neue Flügel ran. Oh,
die Urzo hat jetzt, Offensivgurte, 20 mm, geil, endlich. Also machst du jetzt eine Folgepause kurz, ja, ne? Ja, sofort. Erstmal hier kurz forschen, kaufen Bomben. Wieso habe ich da Bomben? Hä? Wieso hab ich... Ach, die Tay, kann ich jetzt mit Bomben ausstatten? Oh. Okay, da läuft. Warte mal, was ist das? Ja, ich krieg die nur eine Sekunde, wie heißt das hier, besser. Auf die, wie heißt das hier, Wendung. Also nicht viel. Da, ne, 1,2 Sekunden krieg ich sie, wendiger. Aber das, glaube ich, macht sich schon Ja, es, bemerkbar. ja, das ist, ich weiß, eine Sekunde schon ordentlich, aber es geht ja. Eben habe ich mit der auch ein paar abgeschossen. Man merkt halt mal, dass das kein leichter Jäger ist. Ja, das Problem bei der Typhoon ist einfach, dass der schnell ist. Und bei Schnelligkeit, also wenn die schnell sind, die kommen nicht, kommen dann halt nicht hinterher mit den Wenderadios und so weiter. Ja, die nächste Typhoon kann ich erst leider machen. Ach ja, genau. Wenn ich, wie heißt das, ein Flugzeug? Oh, ich muss ein Flugzeug nur noch Stimmt. erforschen. Ich muss nur noch ein Flugzeug erforschen, dann kann ich die nächste Typhoon machen. Da ist jetzt aber die Frage, nehme ich lieber die Typhoon oder die Spitfire? Typhoon ist deutlich schneller. Wendezeit 100 km/h, 16, ja. Wendezeit 19. Wendezeit ist auch gar nicht schlecht, Ja, die 19,5. Ja, ich nehme die neue Typhoon. Typhoon ist dafür aber langsam an Wendezeit. Steigrad 19. 4,7 wäre das Ding. 17. Ja. 20, 2x20, 4x7. Der hier hat 4x20. Das ist natürlich enorm. Ja, aber da finde ich nichts anderes leider. Das macht nichts. Na Ja, gut, aber dann sind, wenn die natürlich leer sind, dann ist natürlich empty erstmal, ne? ich hätte es Für eigentlich geil ganze 40 gefunden. Sekunden. Ja, ich Das hätte ist es ne. geil gefunden, wenn die noch ein paar 7-7er hätte. Ja. Vielleicht Sehr kannst du die auch geil. umrüsten. Mal gucken. Alter Schwede! Alter, die Alter, was kann man Briten! da denn alles machen, ey? Alter, was ist das denn? Was ist denn MK2? Ja. Okay. Ne, Das ist leider keine aufgrund der. Raketen hier. Ispano 2, okay. Bodenziele? Ach du. Ne, leider keine Okay. 77er, also da kann nichts ran. Ja, das ist klar. Alter, hoppala, Entschuldigung. Und die. 2000 IB Bomben kann der tragen. Ja, ist nicht Nice. schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Da finde ich natürlich cool, die Spitfire. Die hat ja, die 20 mm und 7,77er. Du solltest aber trotzdem die Typhoon nehmen. Wieso? Weil die hat Munition für Luftziele. Okay. Bei den 20 mm Dingern. Das ist extrem. Das heißt, wenn du den hättest, solltest du dann auch direkt auf die Gurte gehen. Und die Okay, was Gurte bringen denn erforschen. die Luftziele? Gehen die fliegen die automatisch denn? Also, Nein, Pff, Quatsch. Die erzähl sind mal. halt speziell für gegen Luftziele. Ne? Also Ach so, okay. effektiv gegen Luftziele, so. Ja, dann noch 30 Alter. Minuten. Folgende. Wir sehen uns Tschüss. morgen. Tschüss. Morgen? Boah, die Naja, egal, Wellington ist nächste aber auch Folge. ein großes Flugzeug. Wie was? Die Wellington. Ja. Also, tschüss. Tschüss.